Deutschland im Sommer 2006. Eine Fußball-WM, die das Bild eines Landes verändert. 32 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel. Ihre Fans feiern derweil miteinander. Hunderttausende sind zu Gast in Deutschland. Die Welt hat uns anders kennengelernt. Fröhlich miteinander feiern, ein Zusammengehörigkeitsgefühl einfach gehabt haben. Also ich glaube, so hat uns die Welt auch noch nie gesehen wie in diesen 6 Wochen. Die fast nicht stattgefunden hätten. Mit nur einer Stimme Mehrheit ging die WM an Deutschland. Wieder einmal, nach 32 Jahren. Grund zum Feiern und das mit Gästen. Ich liebe Deutschland. Man sagte ja zu Gast bei Freunden. Und das Tolle war, dass die Ausländer das großartig gespürt haben. Und plötzlich wurde dieses Schwarz-Rot-Gold zum Symbol der Freundschaft, der Herzlichkeit. Wochenlang sind die Farben allgegenwärtig. Und für manch einen geht es um mehr als nur um Fußball. Ich habe bei meiner Wahl zum Bundespräsidenten in der allerersten Rede gesagt, ich wünsche mir die Deutschen unverkrampft, endlich. Und jetzt zeigen sie sich unverkrampft. Also für mich ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Fußball überwindet Grenzen. Innen und außen. Also Ost und West ist voll egal. Alle sind zusammen, freuen sich, feiern. Super. Es gibt kein Ost und West, wir sind alles ein Deutschland. Garantiert trägt die WM dazu bei, dass wir mehr und mehr zusammenwachsen. Wir sind Deutschland. Das gilt auch für viele, die in Berlin-Kreuzberg oder Köln-Kalk schon lange zu Hause sind. Deutschland oder Türkei? Also da kein Unterschied für mich. Wir sind lange hier und fühlen uns wie unsere Heimat. Die Begeisterung trägt die deutsche Mannschaft bis ins Halbfinale. Der Traum vom Titel ist zum Greifen nah. Ein Land im Ausnahmezustand. Als der Traum ausgeträumt ist, nach der Niederlage gegen Italien, ein kurzes Innehalten. Man fühlt sich schlecht, weil man die Deutschen so ein bisschen im Stich gelassen hat. Weil die waren voll darauf eingestellt, dass wir das nochmal schaffen, ja, und ins Endspiel kommen. Der Pokal ging an die Italiener, doch sie nennt man die Weltmeister der Herzen. Da waren 20.000 Fans vor unserem Hotel gestanden, im strömenden Regen. Und gesagt, das gibt's doch nicht, dass die Leute wirklich noch so immer noch feiern eigentlich. Die WM ist längst zum Selbstläufer geworden und hat Spuren hinterlassen. Ich bin das erste Mal, seit ich 15 bin, dass ich eine Flagge tragen möchte. Ich bin stolz darauf, dass die so weit gekommen sind. Deutschland 2006. Man nennt es das Sommermärchen.